Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic. Wir sind auf unserem Schiff und reden jetzt mit dem Rat, wo wir denn als erstes hin müssen. Mit dabei nicht Maxerata Gaming, leider nicht, der fliegt um 5 Uhr in Urlaub, deswegen hat er keine Zeit leider. Mit dabei ist aber Twitch Chat und als Special Guest Tutorion. Genau. Oder wie hieß er? Heim? Hi. Ja, und auch genannt Albert. Ach ja, Albert. Gab's noch jemand? Nee, nicht wirklich. Oh ne, das geht so nicht. Müssen wir aber nochmal was ausruhen hier. Genau, wir brauchen noch einen Namen. Noch einen Namen. So, ich beginne mal dem Gespräch, ne? Mach das. Ich habe eben Belloggins Bericht erhalten. Ich bin so froh, dass Laronna Feen geschützt und wohlauf ist. Ich verdanke euch das Leben meiner Tochter. Ich muss zu ihr. Konntet ihr mehr über Lord Vivica, den Seuchenmeister, erfahren? Er war einst ein Jedi. Ihr habt mit ihm selbst gesprochen. Er ist äußerst arrogant. Er muss seine Opfer berühren, um die Seuche zu verbreiten. Ich höre. Also ist dieser vernarrte Mann, der Laronna Feen geheilt hat, Lord Vivica. Erstaunliche Arbeit, Jedi. Immer noch kein Hinweis darauf, wie wir ihn finden, aber wir wissen mehr über diese Seuche. Ich tat mein Bestes. Also, was tun wir? Es ist nicht genug. Wie geht es jetzt weiter? Ich wünschte, ich hätte bessere Neuigkeiten, aber die Lage hat sich verschlimmert. 2 weitere Jedi-Meister sind kürzlich verstummt. Bei ihren letzten Übertragungen sprachen beide davon, dass die Dunkelheit naht. Ein Meister befand sich auf Alderaan, der 2. auf Tatooine. Ihr müsst zu diesen Welten und schnellstens mehr herausfinden. Seid ihr sicher, dass das zusammenhängt? Ich werde diesen Meistern helfen. Vivica wird bezahlen. Ich werde tun, was in meiner Macht steht. Danke. Ich weiß, das werdet ihr. Möge die Macht auf Tatooine und Alderaan mit euch sein. Viel Glück. Danke. Und ja. Alderaan oder Tatooine? Müssen wir ja mal schauen, welcher Planet lower ist. Ich schau beide, mal Alderaan. Bei mir ist beide Stufe 39. Ah, bei mir ist Alderaan 28 bis 32. Ja, auf der Karte kannst du das sehen. Ja, und Tatooine 24 bis 28. Ich würde eigentlich immer mit dem Planeten anfangen, der niedriger ist. Damit man die Story am besten macht. Mach ich immer so. Ja, das stimmt wohl. Dann auf nach Tatooine. Hä? Auf nach Tatooine. Sie werden erfreut sein, dass ich alle Sitzkissen auf dem Schiff aufgebaut habe. Ein Planet, den ich nie wiedersehen wollte. Das tut mir jetzt überhaupt gar nicht leid. Ja, ich weiß. £450, ey, das ist ja wohl hier unerhört. Credits meine ich, nicht Pfund. Benutze das Folo-Terminal. Jedi, wie der Rat sieht, seid ihr auf Tatooine angekommen. Wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Tatooine ist eine gewaltige Wüstenwelt, auf der das Überleben oft unsicher ist. Meister Eris Fossan, einer der besten Kulturforscher der Jedi, befand sich dort, als sein Kontakt mit dem Rat abbrach. Kulturforscher? Glaubt ihr, er ist krank? Ich sehe das Problem nicht. Hat er Symptome der Seuche gezeigt? Nein. Aber er war Teil der Expedition nach Malakor 3. Genau wie Meisterin Yuon und die anderen. Die Kulturen auf Tatooine müssen einen schwierigen Balanceakt vollführen, allein um zu überleben. Meister Eris kam nach Tatooine, um diesen Prozess zu studieren. Wenn diese Krankheit ihn befallen hat, wäre das ein großer Verlust für den Jedi-Orden und eine Gefahr für die Gruppen, die er studieren sollte. Wo fange ich an? Nicht, wenn ich mich darum kümmere.
In Ordnung, wenn ihr darauf besteht. Ich werde das Vertrauen nicht enttäuschen. Eris hat einen Führer engagiert, der ihm dabei helfen sollte, sich in Tatooines gefährlicher Wüste zurechtzufinden und Kontakt mit den Einheimischen herzustellen. Einer der letzten Berichte von Meister Eris lautete, dass sein Führer von der Sandfäule befallen wurde, einer Krankheit, die von langem wiederholtem Kontakt mit der Wüste hervorgerufen wird. Der Name des Führers ist Rowan Delk. Er erholt sich gerade in der Krankenstation des Dreviat-Außenpostens. Er ist die beste Spur. Und wenn er es nicht weiß? Rowan Delk, verstanden. Ist die Krankheit ansteckend? Was ist, wenn Rowan Delk mir nicht helfen kann? Das ist eure Untersuchung. Geht vor, wie ihr es für richtig haltet. Macht schnell. Meister Eris ist enorm wichtig für den Orden. Und wenn er die Seuche hat... Nun, ihr wisst besser als wir alle, was das bedeutet. Oh, Musik gerade. Neuer Kodex-Eintrag, kulturelle Verschmelzung der Jedi. Jedi-Botschaft. Wunderbar, Wissen 12 von 192. Das wird lange dauern, bis wir alles haben. Oha. Tatooine. Unser nächstes Ziel. So, ich warte schon mal auf der Planetenoberfläche auf dich. Ich lande gerade. Super. Wie gesagt, falls ihr Vorschläge habt, wie ich mich kleiden soll, wie ich mich verhalten soll, ab in die Kommentare bzw. jetzt gerade in den Chat schreiben. Ich versuche mal möglichst euch zu unterhalten. So, netter Raumhafen hier. Oh, Tara, Cetrax will mit mir sprechen. Wenn ihr nichts zu tun habt, hättet ihr dann einen Moment Zeit für mich? Für dich doch immer, Tara. Kennst du noch gar nicht, ne? Wen? Tara. Nö, noch nie gehört. Da ist er ja schon. Doch, den kenn ich. Lass dich ansehen, mein Junge. Tara, geh doch mal weg da. Ja, sieht schon ein bisschen aus wie Jedi. Bisschen. Naja, etwas. Der Name passt noch nicht, der Unbezwingbare, also. Ja. Könnte ein bisschen besser sein. Ja. Wechsel ich mal zu Held von Titan. Na. So. Hast du schon Gleiter? Ja, zwei. Ich sehe gerade, hier ist schon eine neue Mission für mich. Ja, die habe ich noch nicht angenommen. Oh. Hast du nur die Story gemacht, oder? Ja, ich wollte so schnell wie möglich von diesem Planeten weg. Ja, da tut mir jetzt ja leid dafür, dich, ne, aber... Ja. Auf geht's. Hallo, entschuldigt die Störung. Ich heiße Fowler und mir wurde gesagt, dass ihr hier vielleicht auftaucht. Ich vertrete hier die Republik und würde gern einmal mit euch plaudern. Ihr versteht? Ich bin nicht ganz sicher. Na schön. Und? Sprecht weiter. Ich habe einen Moment, um zuzuhören. Naja,
ich möchte das lieber nicht über den Holo-Kommunikator tun. Ich habe eine kleine, naja, Botschaft in Anchorhead. Kommt doch mal vorbei, ich verspreche euch, es lohnt sich. Warum tut ihr so geheimnisvoll? Mal sehen. Das hilft mir nicht weiter. Das Versprechen eines Fremden hat nicht viel Gewicht. Also jetzt tut ihr mir weh. Wenn ihr kein Interesse habt, kann ich euch nicht zwingen. Aber dies ist kein lokales Geplänkel. Es steht viel mehr auf dem Spiel. Fauler Ende. Fauler. Das war ja mal ein wunderbares Gespräch. Jo. So im Sinne von, hallo, ich kenne dich zwar nicht, aber komm mal bitte vorbei. Ja, dieser blöde Fauler, ne? Ja. Der muss aber auch wirklich faul sein. Haha, ich wusste, dass was kommt. Naja, gibt's hier Heldenquest? Oh, neuer Codex Anchorhead. Wie gesagt, Pause drücken, dann könnt ihr es euch durchlesen, ne? Wie gesagt. Würde den Rahmen sprengen, wenn ich alles durchlesen würde. Vorlesen würde. Die Heldenmission auf Tatooine. Alle einmal angenommen. So, wo ist denn dieser nette Herr Fauler? Ah, ganz weit hinten. Jo. So. Fast schon erst Helden 2 rein in den Bunker machen. Oder am Markt vorbeigucken. Am Markt. Ich nehme die mal an. Hast du noch Alster alle angenommen? Jawohl. Oh. Sehr schön. Oha. Die passt wollte wunderschön zu mir. Ja, wollte ich eigentlich auch mal holen, aber naja, mit 5000 Credits ist ja nicht gerade sehr möglich. Ich hab's ja geschenkt bekommen. Oha. Ja, ja, von einem heimlichen Verehrer. Mhm. Hat direkt einen Korb von mir gekriegt. Autsch. Nee, Autsch. Nee, Spaß. Hab mich natürlich ordentlich bedankt bei ihm. Hier könnte man an... ja. Was, der Weg wird nicht mal auf der Karte angezeigt. Der Weg? Ja, wenn man mal hier guckt, hier ist ein Weg. Aber wenn man auf die Karte guckt, der ist nicht da. Richtig verwirrend. Ah. Muss niemand wissen. Ja, unwichtig. Wollen wir bei den Händlern mal kurz vorbei gucken? Was bei so den Händlern? Was okay. So haben? Das ist Tatooine, also. Ich erwarte nicht viel. Du, ich war vorher auf Nasha da. Oh, naja. Ist immerhin besser als Horst. Waffenbau, ja, okay, das sind die Handwerksausbilder. Was habe ich eigentlich gerade für Rüstungsbau? Fähigkeiten, Spezialgüter? Spezialgüter können wir mal vorbeischauen. Warum muss ich nach oben? Das ist unfair. Du bist schneller als ich. Ich hab auch noch was ganz anderes. Warte mal, wo war das? Und jetzt stecke ich fest. Nice. Oha. Ja, ja. Endlich, das ist ja mal praktisch. Jo. Cybertech Spezialgüter. Oh. Oh, hier ist er. Was gibt's denn hier? Waffen. Lichtschwert des dunkelhaften Kampfausbilders. Vibok besser als meins. Der Militärlegende, okay. Okay. Doppellichtschwert. Schwert des gerechten Zerebralkampfs. Ja. Weil hier gibt's nur Waffen, ne? Kein einziges Lichtschwert ist gut für mich. Das hier verkauft wird. Es gibt schon positive Ergebnisse hier für mich, aber nicht so die Werte, auf die ich es gerade abgesehen hatte. Modifikationsschnittler Stufe 30. Oh. Ist.
Jedi, schön zu sehen, dass ihr euch mit richtiger Ausrüstung versorgt. Mein Gefährte ist ja der Hammer. Ich habe ihn aus Versehen angeklickt und der sagt gleich, wir dürfen keine Zeit verschwenden. Richtig ungeduldig, der Kerl. Ja, unverschämt. Machen wir dann... Auf zu Fall, okay. Ich wollte eigentlich fragen, ob wir dann noch die H2 vorher machen, aber... Können wir danach machen. Ja. Sind jetzt gerade einmal durchgegangen. Durch den schönen Tatooine hier. Hier lang, ne? Jawohl. Und dann eine scharfe Rechtskurve. Ja, er fährt gegen Mast. Das einzige Ding, was man treffen kann, und ich treffe es. Was soll ich dazu sagen? Ich wünschte, ich hätte so ein Glück mal in einem Shooter. Das ist genau das Gegenteil immer. Ich treffe genau das Ding, was man nicht treffen kann. Wirst du direkt als Hacker bezeichnet? Genau. Also ich nehme das als Kompliment ja immer. Okay, geschieht es also? Nein, das heißt, man ist so gut, dass die anderen Hacken denken, dass man schummelt. Und ich war fast runtergefallen. Ich hab's gesehen. Wollen wir mal sehen, was Fowler für uns hat? Jedi. Ja. Wenn ihr nichts und ob man nicht nur faule Ausreden hat. Sorry. Ja, Mann. Fühl dich frei. Hier vorher liegt er einfach runterspringen. Unerhört. Sprich mit Skarmus Orden. Oh. Mit dem netten Herrn. Der so ganz wild um sich her schaut. Lasst mich zufrieden! Ich habe euch nichts getan! Ihr habt Firmenunterlagen gestohlen, Camus. Chaka nimmt Industriesabotage äußerst ernst. Kontakt! Das Subjekt ist... ein Jedi. Wie lauten eure Befehle? Ihr kennt die Routine. Keine Überlebenden, dann sickert auch nichts durch. Ihr drückt ziemlich schnell den Abzug. Hä? Ich mach euch fertig. Diese Lust an der Gewalt wird euer Untergang sein. Feuer eröffnen! Feuer eröffnen. Die rechnen nie mit dem Wissenschaftler. Er bleibt unten stehen. Warum auch nicht? Sind wir jetzt sicher? Sind sie tot? Was war denn das? Sie sind weg, ihr seid sicher. Eine große Hilfe wart ihr nicht gerade? Jetzt wird alles gut. Ich dachte, mein letztes Stündlein hätte geschlagen. Ich muss... durchatmen. Der hat auch sehr tief viel getan. Durchatmen. Mhm. Mein Name ist Camus Orden. Früher war ich Buchhalter. Meine Firma hat diese Leute geschickt, um mich zu töten. So sieht bei der Chaka Corporation eine Abfindung aus. Was war denn hier los? Camus, ihr wisst doch, ich will keine Leichen in meinem Arbeitsbereich rumliegen haben. Ihr hättet hier sein sollen. Ihr habt geschworen, mich zu schützen. Tut mir leid, Camus. Als Repräsentant der Republik muss ich zumindest dem Anschein nach diplomatisch mit den Einheimischen verkehren. Fowler, wir kennen uns ja schon. Ich verliere langsam die Geduld. Seid froh, dass ich zu still war. Was genau gibt es zu sagen? Ihr merkt schon, wir haben nicht genug Personal. Und ich bin in Wahrheit kein Bürokrat. Und das erzählt ihr mir erst nach einem Monat. Dies ist ein Projekt des Strategischen Informationsdienstes der Republik. Eine Geheimoperation. Eine sehr wichtige Sache. Mysterien, Industrieskandale und gefährliche Technologie. Viele Leben stehen auf dem Spiel. Ihr könntet die Entscheidung bringen. Das Schicksal hat es wohl so gewollt.
Ihr könnt auf mich zählen. Dann erzähl. Ich habe die Pflicht zu dienen. Es fing alles an, als Camus ein paar Unterlagen der Cherka Corporation an das örtliche Sicherheitsbüro der Republik weitergab. Wir beobachten Cherka schon seit einer Weile. Sie haben eine Menge Skandale vertuscht und krumme Dinger gedreht. Aber diesmal war es etwas ganz Besonderes. Unter den Dokumenten befanden sich alte Abrechnungen. Unter anderem wurde eine Forschungsanlage für 1 Milliarde Credits errichtet, zur Untersuchung eines Typ-7-Geräts. Typ-7-Gerät ist der Cherka-Code für eine Waffe, die einen ganzen Planeten ausrotten kann. Oh. Ah. Ganz schön happig. Das erklärt die Attentäter. Ich kann's nicht glauben. Und deshalb will Cherka euch tot sehen? Ja, genau. Es hat sich herausgestellt, dass sie das Projekt schon vor Jahrzehnten aufgegeben haben. Wir wissen nur durch Zufall, dass sich die Anlage hier auf Tatooine befand. Camus und ich sind hergekommen, um herauszufinden, was für eine Massenvernichtungswaffe Cherka hatte und um zu verhindern, dass sie die Beweise und uns beiseite schaffen. Sie haben es aufgegeben. Das finde ich bedenklich. Dann machen wir uns... Das klingt beunruhigend. Soweit wir wissen, hat das Gerät verrückt gespielt und Cherka hat sich lieber verzogen, als klar Schiff zu machen. Es war extrem schwer, Hinweise auf Cherkas Projekt zu finden. Genauer gesagt, unmöglich. Ein Ansatzpunkt ist noch übrig, aber für Camus und mich ist das zu gefährlich. Eine alte Anlage, die Cherka als Bereitstellungsraum verwendete. So, eine Anlage? Was soll das denn helfen? Das ist alles? Sagt mir, was ich da zu erwarten habe, und ich bin schon unterwegs. Nachdem Cherka sich zurückgezogen hatte, wurde die Anlage von einer Bande gamorreanischer Räuber übernommen, die keinen Besuch mögen, wie ich feststellen musste. Aber wenn ich mir die Leichen hier ansehe, solltet ihr es auch schaffen, an den Gamorreanern vorbeizugelangen und Cherkas alte Archive nach Daten zu durchstöbern. Ich verstehe. Gamorreaner? Was habe ich eigentlich davon? Das scheint mir recht einfach zu sein. Seht euch vor. Es ist wichtig, die Unterlagen zu finden, die Cherka in der Anlage zurückgelassen hat. Aber bleibt bitte am Leben. Das hätte ich selbst nicht besser sagen können. Hätte er nicht, das stimmt. Okay, also nur weil wir 2 Menschen mit Waffen umgebracht haben, denkt er, dass wir es gegen Gamorreaner schaffen? Ja, du, ich weiß gar nicht, welche Rasse das jetzt wirklich ist. Wirst du auch so spätestens auf Voss treffen. Oh, nee. Allerspätestens aber. Oh, nee. Ach, nö. Oh, die sind eine ganz interessante Rasse. Na gut, ne, dann sag ich mal Tschüss und bis morgen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns demnächst wieder. Ciao.